Guten Morgen. Ganz am Anfang die kleine Information, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht nur noch Ernährungsvideos mache, sondern auch andere Thematiken bearbeite. Das ist mir aber sehr wichtig und deshalb tue ich das. Wer nur Ernährungsvideos schauen möchte und wirklich die derzeit besten Ernährungsvideos, wenn es darum geht, darzustellen, auch als wissenschaftlich fundiert darzustellen, warum eine vegane, insbesondere eine rohvegane Ernährung, die mit Abstand gesündeste Ernährungsform ist, der sollte auf dem Kanal Rohvegan am Limit von Patrick Strohbach, den ich unten verlinkt habe, unbedingt vorbeischauen, weil er ist derzeit für mich der YouTuber, der so ein bisschen auf dem Olymp steht, was die vegane Bewegung angeht, weil er wirklich sehr, sehr fundiert mit großem Fachwissen ausgestattet und auch im Detail, wirklich ins Detail geht und ja, das so rüberbringt, dass wirklich auch der letzte Fleischesser, so denn er irgendwo intelligent ist, also im Sinne von, dass er auch Sachen annehmen kann und darüber nachdenkt und nicht einfach nur abblockt, gnadenlos überzeugt. Also wer Patricks Videos schaut, der kann gar nicht anders als sich einer rohveganen Lebensweise zuwenden, zumindest das als Ideal anerkennen und dann versuchen Step by Step seinen Weg zu gehen, was natürlich oftmals Jahre, Jahrzehnte dauern kann. Ist ja kein Problem. Gut, das wollte ich nur mal voranschicken. Aber heute ist auch wieder ein Ernährungsvideo und das wird auch Thema bei mir auf dem Kanal bleiben, die Ernährung. Ich mache auch diverse Experimente und Ernährung ist eine der vier großen Säulen für eine Gesundheit, nicht nur der eigene, sondern auch des Planeten, und entsprechend Ernährung bleibt ein Thema. Heute Fischöl. Bei Fischöl ist es so, dass es irgendwann mal als, ich will nicht sagen Trend, aber es kam halt die Information, Fischöl ist gesund aufgrund der Omega-3 Fettsäuren, und da gab es Studien, die oft sehr kurzfristig angelegt waren, wo man selektiv so positive Sachen herausgefunden hat, dann hat man das mit Marketing richtig aufgebauscht und Fischölprodukte sind derzeit ein Garant dafür, ja, ein gutes Einkommen zu generieren. Und in unseren Köpfen ist das tatsächlich so drin, Fischöl ist gut und wir suchen jetzt Alternativen, gerade was Omega-3 Fettsäuren angeht, die das Fischöl ersetzen können. Wir stellen aber gar nicht in Frage, ob das Fischöl wirklich hilft gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem natürlich und ob es auch die Sterblichkeit sozusagen verringert und erhöht. Nee, doch verringert, Entschuldigung. Genau. Und da möchte ich einfach mal 4 Studien vorstellen. Die Studien sind alle in dem verlinkten Buch unten auf Seite 137 explizit erwähnt. Ich suche jetzt nicht mehr aus dem Literaturverzeichnis raus, das sage ich auch dazu, weil ich habe ja immer so Google Links und da kann man immer gucken, wie viele Leute draufklicken, und auf die Studien, die ich mir wirklich immer mühsam dann rausgesucht habe, früher wo ich die Videos gemacht habe, da haben 3-4 Leute draufgeklickt von 3000 Menschen, die das Video angeschaut haben, und das ist einfach kein Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich, weil ich meine Zeit wirklich so einteilen möchte, dass ich ja, das maximal Positive für diese Welt und für mich herausholen kann, und das ist dann einfach nicht mehr gegeben. Deswegen auf Seite 137 findet ihr alle 4 Studien. Im Endeffekt, das was rauskommt, das präsentiere ich euch heute, und das ist zumindest mal ein Denkansatz. Entweder nehmt es einfach so an, weil ihr mir vertraut, dass ich euch nicht irgendwelchen Blödsinn jetzt erzähle, sondern dass das tatsächlich aus dem Buch ist und dass da die Studien existieren. Oder wenn ihr sagt, das möchte ich erst noch verifizieren, dann kauft euch das Buch, das kann ich euch sowieso extrem ans Herz legen. So, also die erste Studie ist die bekannte DART-Studie. Da wurden die Langzeiteffekte von Fischöl so Sachen beobachtet und vor allem ja, was Herzinfarkte angeht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, wofür eigentlich das Fischöl besonders gut sein sollte. Und tatsächlich hat man in den ersten 3 Jahren positive Effekte festgestellt, die sich aber dann dieselben Effekte amortisiert haben nach 6 Jahren. Das heißt, nach 6 Jahren war das dann wieder im Gleichgewicht und dann wurde es schlimmer. Das heißt, insbesondere das Krasseste war, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu sterben, sich nach 6 Jahren verdoppelt hat, wenn man Fischöl zu sich genommen hat. Und das ist natürlich total krass. Und das stärkt aber auch die These, dass die auch in der Wissenschaft halt zugegen ist, dass das Fischöl den kurzfristigen Nutzen tatsächlich hat, woraus dann auch die positiven Effekte abgeleitet werden, um das Fischöl dann eben auch zu verkaufen. Aber dass wenn die antioxidativen Schutzsysteme, die wir haben,
ausgelastet sind, dann überwiegt der Schaden einer artfremden Ernährung. Und entsprechend, ja, das ist bei vielen tierischen Produkten so, dass sie kurzfristig was Positives bewirken, aber langfristig schaden. Viele Krebserkrankungen entstehen durch tierische Ernährung, was eben auch genau dafür spricht. Dann wurde noch eine zweite Studie mit 3114 Menschen durchgeführt, die an Angina pectoris gelitten haben oder leiden in dem Moment. Und dann wurde geschaut, also dann wurde verordnet, oder dass jeder dieser 3114 Menschen einmal die Woche mindestens Fisch isst. Und das wurde 9 Jahre beobachtet. Und man hat daraus geschlossen, dass es keinen Nutzen macht, einmal die Woche Fisch zu essen, was ja damals vor 20 Jahren so eingeführt wurde, einmal die Woche sollte man Fisch essen. Hat überhaupt keinen Nutzen. Und dann wurde noch festgestellt, diejenigen, die es total gut machen wollten und mindestens zweimal die Woche Fisch gegessen haben oder einmal Fisch gegessen haben und auch Fischölkapseln eingenommen hatten, die hatten ein 26% höheres Herztodrisiko und ein 54%ig erhöhtes plötzliches Herztodrisiko. Und ja, also kein Nutzen, nur Schaden. Dann gab es da eine dritte Studie, die hat, die habe ich jetzt rausgeschrieben noch, weil sie sehr viele Teilnehmer hatte, knapp 40.000 Teilnehmer, wird über lange Zeit geschaut nach Einnahme von Fischölkapseln, ob da Effekte auftreten auf Sterblichkeit oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, null Effekte der Omega-3-Fettsäuren von Fischölkapseln auf Sterblichkeiten auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie gesagt, knapp 40.000 Teilnehmer. Und dann gab es noch eine Meta-Analyse. Das ging, das inkludierte 70.000 Patienten. Und da wurde, da hat man auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also bei kardiovaskulären Erkrankungen, hat man Fischöl supplementiert, was ja eigentlich dann helfen sollte. Und dort hat man dann halt eben auch festgestellt, bei über 70.000 Patienten, dass eben es überhaupt keine Effekte gibt auf die Gesamtsterblichkeit, auf den Herztod, auf den plötzlichen Herztod, auf den Herzinfarkt und auf den Schlaganfall. So, und diese letzte Studie, die war die größte von allen, diese Meta-Analyse, und das erschien auch in diversen gesundheitlich renommierten, also auf dem Gesundheitsmarkt renommierten Zeitschriften. Und die sorgte damals dafür, dass das National Institute for Health and Care Excellence, dass die bis dato gesagt haben, okay, Fischöl ist gesund, dass die das zurückgenommen haben und dass es eben keine Empfehlung mehr gibt, Fischöl einzunehmen. Was aber nichts daran ändert, dass in der Werbung oder wenn man bei Amazon surft, da die Fischölkapseln sieht, dass da immer noch Werbeversprechen gemacht werden und dass da immer noch, ja, eine gesundheitliche Wirkung versprochen wird. Aber da gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Background mehr dafür. Zumindest langfristig. Kurzfristige Effekte, ja, die gibt es. Aber da geht es ja vor allem um die Omega-3-Fettsäuren, um das anti-entzündliche Potenzial, was man dann sozusagen dann hat. Und das kann man aber eben auch mit Leinsamen oder mit Hanfsamen generieren. Warum das sogar günstiger ist als die Omega-3-Fettsäuren vom Fischöl, habe ich auch mal ein Video gemacht. Auch da gerät man so ein bisschen in Gefahr, dass man, aber da verlinke ich einfach das Video, da will ich es heute nicht zu weit treiben. Also generell, Fischöl ist, also es hat mindestens keinen Nutzen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo es ja eigentlich helfen soll, und langfristig gesehen, wenn man es langfristig einnimmt, schadet es sogar wahrscheinlich mehr, als dass es in irgendeiner Weise nutzen könnte. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, und teilt diese Information bitte alle. Seite 137 auf diesem Buch ist das nochmal ganz klar inklusive der Studien dargestellt, und davor und dahinter gibt es auch noch genug Informationen dazu, um das zu verfestigen. Das Buch an sich ist eine absolute Empfehlung, eines der beiden besten Bücher, die, was Wissenschaft angeht, also Wissenschaft und pflanzliche Ernährung, die das zusammenbringen, ja, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und von daher, ja, das soll halt die Information sein. Also wer von euch, viele sind ja noch nicht vegan, was vollkommen in Ordnung ist, aber dann verzichtet auf Fischölkapseln, sondern dann esst halt einmal die Woche Fisch, wenn ihr gern Fisch habt und vielleicht noch denkt, dass das irgendwie gesund ist. Wobei, beim Fisch hatte ich auch schon ein Video gemacht, Mikroplastik ein ganz großes Problem bei Konsum von Fisch. Da haben wir selber auch dafür zu sorgen, dass das aufhört, weil wir damit nicht nur unser Essen, den Fisch belasten, wenn wir denn noch Fisch essen, sondern eben die Fische als solches und damit unser komplettes Ökosystem. Aber ja, Video oben. Das als kurze Information. Also, ja. Finger weg von Fischöl. Macht's gut, euer Christian.